Bin ich schon wieder der Erste? Jawohl, Herr General. Schon wieder. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen. Gibt es Kaffee? Ich hatte heute noch keinen. Wir haben amerikanischen, frisch erbeutet. Danke. Hast du schon gehört, dass mein Sohn bei deiner Division dient? Ich wurde bereits informiert. Ritterkreuzträger, wie du bestimmt schon weißt. Gratuliere. Gibt es irgendetwas, das ich über ihn wissen muss? Er weiß, was er macht, aber bitte keine Himmelfahrtskommando. Meine Herren! Der Herr Generaloberst erwartet Sie. Guten Morgen, meine Herren. Ich hoffe, Sie haben sich bereits gestärkt. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, gerne, Chef. Was ist der Zweck dieses Treffens? Ich habe jetzt noch Lagebesprechung mit meinen Kommandeuren. Anscheinend ist etwas im Busch. Ja, bitte kommen Sie mit in den Kartenraum. Ich werde Ihnen einen kurzen Überblick geben. Folgen Sie mir bitte, ja? Mhm. Wir haben allen Grund zur Annahme, dass ein russischer Angriff uns unmittelbar bevorsteht. Nicht schon wieder, der verdammte Russen mag voll niemals Pause. Schlechtes Wetter scheint sie immer in unsere Richtung zu schwimmen. Wir gehen davon aus, dass der Schwerpunkt hier liegen wird. Die 292 wird diesmal die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Zwei Panzerbrigaden hier, Artilleriekonzentrationen hier und hier und zwei Infanteriedivisionen entlang dieser Linie. Wir haben uns seit ein paar Wochen eingegraben. Wir haben genügend Bunker und Panzergräben, um einen Angriff standzuhalten. Können wir zusätzlichen Nachschub erwarten? Ich habe eine Anmeldung hier. Ein ganzer Zug ist schon am Rollen mit Artilleriemunition, einer Batterie Sturmgeschütze. Ich habe auch Munition für die Nachbardivision erfordert, um eventuell eine Feuerunterstützung zu leisten. Sieht aus, als diesmal sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Das ist alles, meine Herren. Sorgen Sie dafür, dass es den Russen wehtut. Denen gehen anscheinend niemals die Reserven aus. Vielen Dank für den Kaffee, wenn uns nur auch unsere Alliierten so etwas schicken könnten. Vergessen Sie nicht, dass wir exzellenten Käse und Wein aus Frankreich bekommen haben. Irgend so ein Idiot beim Nachschub hat uns einmal mitten im Winter einen Waggon voll Rotwein geschickt. Beim Entladen fanden wir nur mehr rotes Eis und Scherben. Nun ja, anscheinend können wir nicht von jedem erwarten, mitzudenken. Würden Sie bitte noch einen Moment mitkommen? Ich sollte mich ja eigentlich nur um Strategisches kümmern. Aber ich versuche immer wieder auch, taktische Fragen mit zu berücksichtigen. Ich glaube, wir können die Russen hier täuschen. Sprechen Sie mit Ihren Kommandeuren und sehen Sie, was die davon halten.